Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr mit vielen Herausforderungen. In der Corona-Krise haben sich negative Entwicklungen wie unter dem Brennglas verstärkt. Vieles, was wir zuvor für unmöglich gehalten hatten, wurde beängstigende Realität. Die gewählten Parlamente wurden stillgelegt. Sitzungen und Gremien wurden abgesagt. Schulen und Kitas blieben über Wochen und Monate ohne Konzept einfach geschlossen. Auch Gastronomie und Geschäfte wurden ohne wirkliche Not dicht gemacht. Sportplätze und Turnhallen wurden gesperrt. Sogar die Bundesliga unterbrach ihre Saison. Zur Rettung der Wirtschaft wurde das Geld teilweise wie mit der Schneeschippe auf die Straße geschüttet. Dabei wurden Freiberufler, Soloselbstständige und Kleinunternehmer von der Politik vergessen. Gastronome wurden als Problemverursacher gesehen, obwohl sie aktiv Teil der Lösung sein wollten. Arbeitnehmer wurden ins Homeoffice geschickt, was in den meisten Fällen eigentlich mehr Kindergarten und Schule als Büro war, weil es keine Konzepte gab. 2020 konnten die Schülerinnen und Schüler von zu Hause nicht digital beschult werden. Es fehlte einfach die digitale Infrastruktur. Regierungschefs mit den höchsten Infektionszahlen haben sich als Retter inszeniert, ohne dabei die Verhältnismäßigkeit im Auge zu behalten. Aluhutträger und sogenannte Querdenker wollten den Reichstag stürmen. Sie setzen sich gleich mit Widerstandskämpfern aus dem Dritten Reich. Jetzt steht das Jahr 2021 vor der Tür. Und wir wollen die Chance nutzen, gemeinsam vieles besser zu machen. Wir wollen Politik wieder zum Ideenwettbewerb in den Parlamenten machen. Wir wollen die infrastrukturellen Großprojekte wie die Nordmainische S-Bahn und den Riederwaldtunnel wieder anpacken. Wir wollen den Menschen die Handlungshoheit über ihr Leben und damit ihre Freiheit zurückgeben. Wir wollen die digitale Infrastruktur im gesamten Main-Kinzig-Kreis so verbessern, dass Homeoffice, digitales Lernen und auch Streaming in der Freizeit endlich möglich werden. Wir wollen für Unternehmen bestmögliche Standortbedingungen, damit die Wirtschaft wieder wachsen kann und damit bedrohte Arbeitsplätze wieder gesichert werden. Wir wollen Bürokratie abbauen, damit sich wieder mehr Gründer für die Freiheiten des Unternehmertums entscheiden. Wir wollen Kitas und Schulen auch baulich fit machen, weil Kinder und Jugendliche unsere Zukunft sind. Wir wollen den Klimawandel mit Innovationen statt mit Verboten entgegentreten und Zukunftstechnologien wie Wasserstoff bei uns vorantreiben. 2021 wollen wir eine Qualitätsoffensive in der Bildung von der Kita bis zur Hochschule als Basis sichern für mehr Lebenschancen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Wir wollen mit ganzheitlichen Konzepten dem Sterben unserer Innenstädte entgegenwirken, weil Handel und Gastronomie werden das alleine sicher nicht schaffen. 2021 wollen wir die digitale Verwaltung schaffen. Wir wollen die lästigen Behördengänge abschaffen. Wir wollen, dass das per Klick von zu Hause aus funktioniert. Wir wollen, dass du ein gutes Leben führen kannst. Doch die Zukunft beginnt nicht morgen. Sie ist längst da. Und wir wollen sie formen. Hilf uns dabei. Am 14. März bei der Kommunalwahl in Hessen und am 26. September bei der Bundestagswahl.